beobachtet man das Wetter im Hinblick auf seine Einwirkungen auf Primaten, Dukaten und Triangel. So ist vergleichend festzustellen, die Graugans benutzt keinen Regenschirm. Das ist nicht weiter auffallend. Weil Graugänse sie nie Schirme tragen. Nie. Das ist noch nie vorgekommen. Konsequent, sehen Sie. Diese Gans, sie heißt übrigens Irma. Irma nach ihrem Vater. Sie ist eine echte Graugans, weil sie ganz grau ist. Das Verhaltenstypische an einer Graugans ist ja das Festhalten an der Kultur der Altvorderen. Nur so ist es zu erklären, dass Irma wie ihr Vater eine Graugans geworden ist. Sie ist Kulturverhaltensstereotyp in die Fußstapfen ihrer Vorwelt getreten. So wie der Professor König in meine. Es gibt da zum Beispiel einen Kranich. Der musste nach dem 12. Club 2 zum Thema Prostitution in tierpsychiatrische Behandlung, weil es kein Bordell für Kraniche gibt. Kein Puff.